Die Zinswende der Fed rüttelt die Märkte ordentlich durcheinander. Darüber, wie es jetzt weitergeht und welche Gefahren noch abseits der Geldpolitik drohen, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Birger Schäfermeier, Profi-Trader und Börsenveteran mit 30 Jahren Erfahrung. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Hallo Herr Schäfermeier. Ja, hallo. Grüße. Die Fed strafft die Geldpolitik. Ist der Börsenboom jetzt vorbei? Ja und nein. Es wird sicherlich einen kleinen Wechsel geben in einigen Bewertungen von Unternehmen. Der findet auch gerade schon massiv statt. Und die Börse schaut natürlich immer voraus, so dass 3 bis 4 Zinserhöhungen für das Jahr eingepreist sind. Und die werden dann auch keine große Auswirkung mehr haben. Das heißt, da ist dann, das hat man jetzt bei den Technologiewerten gesehen, da hat es tatsächlich niedrigere Bewertungen gegeben, obwohl Unternehmensergebnisse ganz okay von einigen Firmen kamen. Aber das ist eingepreist. Das heißt, von der Seite ist eigentlich keine Überraschung mehr zu erwarten, es sei denn, es kommen mehr Zinsschritte. Der große Risikofaktor ist also, dass es die Fed mit den angekündigten Maßnahmen nicht schafft, die Inflation zu dämpfen und deshalb mehr tun muss. Ja, das ist definitiv ein Faktor und das wird auch der treibende Faktor in 2022 sein. Vor allem gerade am US-Arbeitsmarkt gibt es immer weniger Mitwirkende, das heißt Leute, die tatsächlich Jobs suchen. Wir haben riesige Kündigungswellen durch Corona gesehen. Viele, die von der Babyboomer-Generation gesagt haben, komm, wir gehen früher in Rente oder wir arbeiten nicht mehr. Und dadurch stehen generell weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Und dann gibt es eben die Versorgungsengpässe noch durch die Unterbrechung von globalen Lieferketten. Und das drückt beides auf die Preise. Hinzu kommt dann eben, dass sich eine Inflation, wenn Marktteilnehmer die weiter erwarten, hoch, natürlich festsetzt, weil sowohl Unternehmer in ihren Preisen dann nach oben gehen, als auch Arbeitnehmer in ihren Lohnforderungen. Und dadurch kann dann die Gefahr bestehen, dass sich die Inflation festsetzt. Und das ist eben der Versuch der Fed, jetzt hier direkt dazwischen zu grätschen und zu sagen, pass auf, wir machen was gegen die Inflation, wir werden da energisch vorgehen. Und das hat man jetzt auch auf dem letzten Meeting gesagt. Und wenn das dann so der Fall ist und von den Marktteilnehmern geschluckt wird, antizipiert wird und geglaubt wird, dann ist das eine Möglichkeit, tatsächlich diese Inflationsspirale zu unterbrechen. Aber wie gesagt, da gibt es eine Menge Risikofaktoren. Die Energiepreise sind ja weiterhin hoch. Da deutet sich kein Rückgang an. Ja, das ist nochmal ein extra Punkt von den Energiepreisen. Denn wir haben durch diese Zuspitzung der Krise an der Krim definitiv Risiken nochmal als externe Schocks auf Energiepreise. Ansonsten muss man sagen, ist von den Energiepreisen eigentlich nicht zu erwarten, dadurch, dass das Wirtschaftswachstum im letzten Jahr ziemlich stark war in den USA. Es kam gestern über 6%. Und da wir jetzt nicht ein höheres Wirtschaftswachstum für 2022 erwarten, werden wir auch wahrscheinlich keinen höheren Energiebedarf insgesamt haben. Und dann ist definitiv eigentlich eine Stabilisierung der Energiepreise drin. Aber eben, wenn es externe Krisen gibt, wenn es einen externen Schock gibt, zum Beispiel eben, dass sich die Situation in der Ukraine zuspitzt, dann drückt das definitiv die Preise hoch am Energiemarkt und dann wird diese Inflation natürlich weiter transportiert. Nur man muss eins dazu sagen, wenn die Inflation vom Energiesektor kommt, dann kann die Fed relativ wenig machen, weil da hat sie keinen Einfluss auf die Preise. Sie kontrolliert ja nicht die Energiepreise. Das Einzige, was sie dann eben tun kann, ist die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer zu dämpfen, indem sie Reaktionsbereitschaft zeigt. Das hat sie aber jetzt getan und das hat sie auch kommuniziert und das haben die Märkte jetzt Anfang Januar, war ja ein ziemlich schwacher Start, eigentlich ein sehr, sehr schwacher Januar für die Börse. Das ist bereits in den Kursen eingepreist worden. Glauben Sie, dass es noch einmal nach unten gehen könnte, wenn der Markt fürchtet, dass es mehr als diese 3-4 Zinsschritte geben könnte? Also wenn jetzt neue Informationen kommen, dass mehr Zinsschritte kommen, dann wird es definitiv auch am Markt nochmal eine neue Bewertung geben. Dann wird der Markt auch nochmal tiefer gehen. Aber das ist erstmal gar nicht so das Wahrscheinliche. Wir haben viele sehr aggressive Käufe auf Kredit. Das kann man so sehen, wenn man sich die Margin-Käufe, also die Wertpapierkredite in den USA anguckt. Das war, die waren auf Rekordhoch letztes Quartal gewesen, haben wir gesehen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn jetzt Kurse sinken, dann sind die Käufer auf Kredit gezwungen, teilweise aus diesen Werten rauszugehen. Deswegen sind diese Reaktionen dann auch relativ heftig und relativ schnell, weil die können nicht einfach sagen, ach, dann warten wir mal ab, dass die Kurse sich erholen. Und das ist so ein, ich sag mal, ein gesunder Washout, der am Markt kommt. Da müssen wir auch noch nicht an den Tiefs jetzt direkt angekommen sein, aber wir haben in vielen, vielen Werten
ein Großteil dieser Korrektur bereits hinter uns. Und wenn wir uns dann die Unternehmensgewinne angucken und das Unternehmenswachstum von vielen, was auch für den S&P erwartet wird, da gab es derzeit oder gibt es aus Analystensicht eigentlich noch keinen Grund, da was dran zu korrigieren. Und von daher sind wir dann, wenn wir jetzt die Zinssituation, wenn es da keine Überraschungen mehr gibt, schon relativ am Ende von der Abwärtsbewegung. Man darf auch nicht vergessen, dass die Wirtschaft läuft. An die Stelle der Geldpolitik als Treiber der Märkte könnten jetzt auch die Unternehmensgewinne treten. Richtig, das ist eben der Punkt. Also es wird ein gesundes Wirtschaftswachstum auch in 2022 erwartet. Nicht so ganz so stark wie 2021, aber es wird ein Wachstum erwartet. Und man hat eben, der Aktienmarkt hat seine Bewertung durchgezogen. Also die Abwertung durch die erhöhten Zinsen, das hat bereits stattgefunden. Das viele, ich sag mal, sind noch ein bisschen tiefere Kursziele durchaus denkbar. Aber gerade wenn man Investor ist, sollte man sich nicht versuchen, das absolute Tief zu erwischen, genauso wie man nicht das absolute Hoch erwischt, sondern sich im Prinzip immer überlegen, okay, kaufe ich mir denn da eine Firma ein, die ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, die Gewinne macht und wo ich eben entsprechend dann auch von diesem Gewinnwachstum profitieren kann. Und da ist dann auch die Inflation nicht das Hauptproblem für den Investor. Ich meine, das größte Problem ist tatsächlich für Werte, wo einfach zukünftige Gewinne noch gar nicht, also nur Fantasie sind und man eben noch gar nicht weiß, kommen die tatsächlich. Solche Werte, die werden es in 2022 wahrscheinlich auch schwierig haben. Aber ein Wert, der ein Gewinnwachstum hat und der Gewinne bringt, einigermaßen im Rahmen der Erwartungen, die werden weiterhin auch profitieren können von diesem Gewinnwachstum. Es ist also ein Umdenken bei den Sektoren gefragt. Richtig, also man geht raus aus den ganz hoch bewerteten Werten, deswegen kommen da die Bewertungen zurück. Dann geht es häufig in so ein bisschen zyklischere Werte, in ein bisschen ruhigere Werte, die nicht ganz so, sind dann auch meistens nicht ganz so technologielastig, aber dennoch von den Sektoren diese zyklische Umbewertung, dass der Gesamtmarkt einfach eine gute Chance hat zu steigen. Und auch auf der Technologieseite, sage ich mal, wenn da so eine Bewertungsanpassung stattgefunden hat, ist definitiv dann auch wieder Potenzial für Kurssteigerungen drin. Glauben Sie, die Fed hat die Folgen der Geldpolitik für die Märkte im Blick oder gilt Ihr Augenmerk allein der Inflation? Naja, es gibt ja diesen Spruch, dass es einen sogenannten Fed-Put gibt. Fed-Put heißt letztendlich, wenn der Aktienmarkt unter Druck kommt, dann wird die Fed auch entsprechend ihres dazu tun, dass der Druck vom Aktienmarkt wieder wegkommt und dem Aktienmarkt mit Liquidität versorgen. Und das hat auch verdammt gut funktioniert in den letzten 10 Jahren. Man muss allerdings sagen, das war in einem deflationären Umfeld, in einem Umfeld, wo es gar keine Inflation gab, noch nicht mal die gewünschte Inflation von ungefähr 2%. Und das wird natürlich für die Fed schwierig, jetzt in der Argumentation den Markt mit Liquidität zu fluten, wenn der unten in Probleme kommt, wenn wir Inflationsraten von 6-7% haben. Denn dann macht sie sich selber nicht mehr glaubwürdig. Und für eine Notenbank ist es eigentlich ihre ganze Macht, die ganze Macht der Notenbank kommt ja daher, dass der Markt glaubt, was die Notenbank tut. Das ist ja nicht so, was häufig falsch verstanden wird, also die setzt einen Leitzins fest, aber dieser Leitzins ist nicht der Marktzins. Und die Notenbank muss letztendlich agieren, immer glaubwürdig, weil sonst eben die Marktteilnehmer, wenn sie der Notenbank nicht glauben, ihr Ding machen. Das sieht man zum Beispiel so bei einer Notenbank wie in der Türkei oder so. Ja, da kann die Notenbank machen, was sie will. Der Markt hat da keinen Respekt vor und in dem Fall funktioniert dann auch eine Notenbankpolitik nicht. Also die funktioniert nur, wenn sie glaubwürdig ist. Und das ist eben wichtig. Und von daher auch von der Fed her kann sie jetzt nicht bei hohen Inflationen dann einfach wieder hingehen und sagen, ja, wir fluten dann die Märkte mit Geld. Das heißt, dieser Fed-Put, der ist nicht mehr ganz so im Spiel, wie er das die Jahre zuvor war. Aber man muss eins natürlich sich darüber klar sein, sollte es an der Börse zu stärkeren Korrekturen kommen, bedeutet das Liquiditätsentzug dann natürlich auch für viele Firmen und dadurch dann ein geringeres Wirtschaftswachstum, weil eben auch gerade bei den Amerikanern, die viel von ihren Portfolios leben. Ne? Also viele haben ihre Rentenversicherung, alles dort drin. Und dann wird es sofort auf der Nachfrageseite, die ja mitverantwortlich ist für den Inflationsschub, wird es einen Rückgang geben und dann kommt auch Inflationsdruck raus. Das heißt, dann hat die Fed auch die Möglichkeit, wieder ein bisschen expansiver zu agieren. Ist die Geldpolitik der Fed gerade die größte Gefahr für den Markt oder sehen Sie noch andere Risiken? Nee, die Geldpolitik, dadurch, dass sie berechenbar ist, dadurch, dass die Fed einfach auch einen klaren
Kommunikationskurs fährt, das heißt auch alles wirklich langfristig ankündigt und die Märkte sanft darauf vorbereitet, führt das eigentlich dazu, dass das keine großen Überraschungseffekte beinhaltet. Es sind tatsächlich externe Schocks, die jetzt das große Risiko in 2022 darstellen. Also Zuspitzung, Ukraine-Konflikt oder tatsächlich dann auch mit China weiß man nie genau, was dann passiert. China ist sehr wichtig für die Weltwirtschaft als Wachstumsmotor. Und wenn China aus Corona-Gründen oder aber auch aus politischen Gründen, wenn es da mal wieder einen Konflikt mit Taiwan oder sonst irgendwas gibt, wenn es dazu Handelsbeschränkungen kommt, dann sind das zusätzliche Risiken, die man auf dem Schirm haben muss, die dann kommen können und die das eher dann ein Problem für die Börse darstellen. Glauben Sie wirklich, dass der Ukraine-Konflikt das Potenzial hat, die Börsen nachhaltig zu treffen? Ja. Die Börse mag eben eins nicht und das ist Unsicherheit. Und wenn man sich den Ukraine-Konflikt anguckt, dann sieht man eigentlich, das ist ein ganz großer Unsicherheitsherd, weil es gibt eigentlich auf der Verhandlungsseite wenig Spielraum. Also weder die Amerikaner möchten Zugeständnisse machen, was NATO-Erweiterungen betrifft. Das ist ja Putins Forderung. Und Putin hat natürlich diese Forderung genau aus dem Grund gestellt, weil er weiß, dass niemand drauf eingeht. Und er kann Unruhe stiften. Und man sieht eigentlich, dass er nicht mit der Situation zufrieden ist, sonst hätte er nicht diesen Aufmarsch gemacht von den Truppen auf der Seite. Das heißt, das ist im Prinzip genau das Ziel, einfach ein bisschen Unruhe in einem Status quo reinzugeben, auch in diesem Verteidigungsblock, also auf Europa, USA. Die haben ja komplett unterschiedliche wirtschaftliche Interessen und in diesem Ukraine-Konflikt. Also ganz einfach, wenn die Amerikaner mit Sanktionen drohen, das hat man bei der letzten Krimkrise gesehen, dann trifft das Amerika gar nicht oder so gut wie gar nicht wirtschaftlich. Was am meisten getroffen wird, dann tatsächlich Deutschland, weil wir eben auch wenn wir außerhalb der EU gucken, ist Russland fünftgrößter Handelspartner und wir kriegen natürlich unsere Energie, 40% kaufen wir dort ein. Und dann kann man sich vorstellen, wenn es da zu Preisexplosionen kommt, das trifft dann natürlich auch die Inflationsseite hier. Das würde dann den Markt doch deutlich belasten. Ich würde das nicht zu hoch hängen, man muss aber sagen, ich glaube zwei Sachen nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt zum großen Krieg da kommen wird, weil dafür sind die Kosten auf beiden Seiten zu groß. Das macht wenig Sinn. Aber was eben Sinn macht, ist eben ein ständiger Unruheherd mit vielleicht sogar lokalen wie man damals die Krim ja eine ganz kleine lokale Sache war, kann man andere Gebiete, wo man sagt, ja, da sind ja auch noch russische Mitbürger drin oder dergleichen, kann man eben teilweise in das Land nochmal eindringen, kann lokale Gefechte haben. Und wenn sowas kommt, dann sind das externe Schocks, die dann auch das Potenzial haben, so einen Markt mal kräftig an ein paar Tagen zu drücken. Da wird da dauerhaft nicht drunter lasten, weil das für beide Seiten die Kosten zu hoch sind, dass man hier einen dauerhaften Konflikt macht. Aber ich glaube, eine kurzfristige Lösung ist da nicht in Sicht. Und eine Lösung über Sanktionen wird extrem die Europäer treffen und dann auch die Börsen, die europäischen Börsen belasten. Und von daher glaube ich, dass das so ein Dauerbrenner in 2022 sein könnte. Also, fassen wir nochmal zusammen. Die Fed ist ein kalkulierbares Risiko für die Märkte, es sei denn, sie strafft nochmal überraschend. Aber Jay Powell, also der Fed-Chef, scheint ja mit Fingerspitzengefühl an die Sache ranzugehen, hat man den Eindruck. Absolut, absolut, ja. Und ja, es geht ja jetzt in seine nächste Amtszeit und da hat er eben dann auch bewiesen, dass er bereit ist zu handeln. Und das war, glaube ich, auch nochmal wichtig. Deswegen hat er, glaube ich, auch im November schon das transitorisch gestrichen, um einfach auch nochmal klarzumachen, komm, ich bin jetzt nicht nur eine Taube, wie man das so schön sagt, sondern ich kann auch, wenn es notwendig ist, die Zinsen erhöhen und werde das auch machen. Und dann nehmen wir dann auch nicht so viel Rücksicht auf den Markt, aber es ist eben berechenbar. Und das Einzige, was man eben natürlich schauen muss, ist, Inflationsdaten werden regelmäßig veröffentlicht, Erzeugerpreise werden regelmäßig veröffentlicht und die Energiepreise, die kann man jeden Tag am Markt beobachten. Und wenn man natürlich sieht, dass es hier weitere Zuspitzungen gibt, dann kann man sich das Handeln der Fed auch in die Zukunft reindenken und kann dann rechtzeitig und frühzeitig agieren. Was leiten Sie für Ihr Trading aus der Situation ab? Was sind Ihre Trading-Ideen? Naja, erstmal ist es aus Trading-Gesichtspunkten immer interessant, so eine Börse, wo viele Faktoren wirken, weil sie Volatilität erzeugen. Und Volatilität bedeutet Bewegung.
Und für einen Trader ist es immer wichtig, Bewegung zu haben. Es ist eigentlich egal, ob das rauf ist oder ob das runter ist, aber es ist ein bisschen wie beim Surfen. Du brauchst Wind und als Trader brauchst du Volatilität. Ein Investor, der hat lieber keine Volatilität, der kauft seine Aktien, möchte, dass sie jedes Jahr ein bisschen steigt und eine schöne Dividende abschmeißt. Der ist ja ein Investor wirklich auch verwöhnt worden. Also diese Strategie für einen Investor, kaufen, halten, liegen lassen, die ja eigentlich immer richtig war und erst recht dann nach Corona, als die Börsen so starke Bewertungsrückgänge erfahren haben, für die wird es nicht mehr ganz so ruhig und einfach. Aber jetzt auch kein Grund, sich Sorgen zu machen, weil wie gesagt, die Wirtschaft wächst, Unternehmensergebnisse sind da. Aber es wird eben ab und zu mal sowas geben, wie wir es jetzt im Januar gesehen haben. Einfach deutliche Kursschwünge mal nach unten. Und für Investoren, aber auch für Trader ist es aus so einer Sicht immer gut, nicht voll investiert zu sein, um dann auch mal Kasse zu haben, um bei solchen Gelegenheiten zugreifen zu können. Ja, weil voll investiert, das ist schön, wenn die Börse nach oben geht, aber wenn sie volatiler wird, dann ist voll investieren eigentlich keine gute Sache mehr, weil A, schläft man nicht mehr ruhig, und B, hat man dann keinen Cash, um vielleicht gute Situationen, die sich immer anbieten. Und ich blicke auf eine 30-jährige Börsengeschichte in meiner Erfahrung zurück und kann natürlich mir Charts noch von länger angucken. Da kann man immer sagen, es ist tatsächlich, egal welche Krisenevents wir hatten, 11. September, Finanzkrise, Corona-Krise, ist es einfach gut, dass man auch immer ein bisschen Kasse hat, mit der man dann in so einer Krise so eine Chance nutzen kann, um auch gut einzusteigen. Und deswegen sowohl als Trader als auch Investor-Gesichtspunkten bin ich für 22 so gestimmt, ich würde nicht voll investiert sein, sondern mir eben für Gelegenheiten Kasse schaffen, um dann solche guten Rückgänge mal auszunutzen, um dort zu kaufen. Könnte 2022 noch ein gutes Börsenjahr werden? Das kann gut werden, aber man muss sich darauf einstellen, es wird viel, viel holpriger als die letzten zwei Jahre. Es wird viel, viel volatiler. Und volatil ist, es gibt so einen Spruch, die Börse sucht sich immer den Weg des größten Schmerzes. Das heißt, da ist viel Wahres dran. Also dann denken die Leute häufig, ah, jetzt ist es vorüber und dann kommt noch mal ein Rutsch oder noch ein größerer. Da darf man sich nicht verunsichern lassen. Wie gesagt, solange man Firmen in seinem Depot hat, die auch Geschäftsmodelle haben, die Geld abschmeißen. Also ich persönlich bin kein Fan davon, einfach Fantasie zu kaufen. Das haben viele, viele gemacht. Ja, indem sie auf irgendwelche Booms aufgesprungen sind und gehofft haben, dass irgendwann diese Firmen Geld verdienen. Aber wenn man jetzt Firmen hat, die eine Marktführerschaft haben, die Geld verdienen, die ein gutes Geschäftskonzept haben, was auch zukunftsfähig ist, also auch weiter tragbar ist, da würde ich mir da nicht viel Sorgen machen. Da kann es auch ein richtig gutes Börsenjahr noch werden. Herr Schäfermeier, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.